Als die Kunde von der Revolution nämlich auf dem Land ankam, die Kunde der Februarrevolution meine ich jetzt, die Nachricht von der Absetzung des Zaren, das war so Mitte März oder Ende April, denn es hat relativ lange gedauert in diesem großen Land, bis auch so eine wichtige Nachricht durchgesickert ist, waren die Reaktionen der Bäuerinnen sehr unterschiedlich. Die meisten versammelten sich zunächst in der Kirche und weinten, denn sie wussten nicht, was jetzt aus ihnen ohne den Zaren, immerhin der Repräsentant Gottes auf Erden, werden sollte. Andere oder auch die gleichen verhafteten ihre Priester, enteigneten das Kirchenland, beschlossen, keine Kirchensteuer mehr zu bezahlen oder grüßten einander freudig mit dem Ostergruß, der Herr ist auferstanden, respektive Russland ist auferstanden. Wiederum andere hielten die Revolution für eine nationale Erhebung gegen eine von den Deutschen infiltrierte Zarenklique, denn es ging seit einiger Zeit das Gerücht, dass die Zarin, die bekanntlich aus Deutschland kommt, kam, zusammen mit Rasputin an einer Spionageaktion beteiligt war gegen das russische Reich. Wiederum andere oder möglicherweise auch die gleichen waren der Meinung, dass jetzt mit dem Tag der Revolution Lügen und Stehlen und alle Sünden mit einem Schlag von Erdboden verschwinden würden. Und andere, das finde ich eine besonders schöne Geschichte, erhielten die Nachricht von der Absetzung des Zaren von einem menschewistischen Sozialisten und waren über ihre neu gewonnenen demokratischen Freiheiten so erfreut, dass sie beschlossen, diesen Sozialisten zu ihrem neuen Zaren zu wählen. Worüber dieser Revolutionär, wie wir uns denken können, nicht ganz so beglückt war. Die Revolution, das lässt sich aus diesen wenigen Beispielen schon sehen, findet statt aufgrund eines Missverständnisses. Eines Missverständnisses, das sich nicht vermeiden lässt oder das sich vermeiden lässt nur auf Kosten der Revolution. Tatsächlich handelt es sich nicht um ein Missverständnis, sondern um eine zeitliche Reihe oder eine räumliche Ansammlung, um ein ganzes Ensemble von Missverständnissen, die aber alle überlagert werden von dem einen Missverständnis, dass alle einander verstehen. Das eine Missverständnis, dass alle meinen, irgendwie doch das Gleiche zu wollen. Nachdem der erste Schreck auf dem Land verflogen war, zogen die Leute ihre teuersten Kleider an, ihren sogenannten Sonntagsstaat, fielen einander um die Arme, läuteten die Kirchenglocken, küssten einander und soffen 3 Tage lang durch. Das Fantastische und Phantasmagorische dieser revolutionären Situation besteht darin, dass sie ein Erleben eines Ereignisses des Einverständnisses, die Vorstellung, dass alle das Gleiche wollen, während sie doch tatsächlich die Überlagerung vielfältiger multipler Wünsche ist, die alle auf Erfüllung hoffen und die sich nicht selten widersprechen. Nach der Februarrevolution kam es beispielsweise zu Missverständnissen zwischen der konstituierenden Versammlung, die die Aufgabe hatte, der neuen demokratischen Republik eine Verfassung zu geben und ihrer provisorischen Regierung auf der einen Seite und den Dorfversammlungen auf der anderen Seite. Die konstituierende Versammlung hatte sich vorgenommen, die dringendste Frage der Revolution, nämlich die der Landreformen, zu vertagen auf den Zeitpunkt, nachdem dem neuen Land, der neuen Republik eine Verfassung gegeben worden sein werde. Und die provisorische Regierung bat dann die Bauern doch darum, von wilden Enteignungen abzusehen und zu warten, bis die Landverteilung auf eine legale Basis gestellt sein würde, bis es also Gesetze gäbe. Die Bauern verstanden das und erließen selbst in ihren Dorfversammlungen Gesetze. Ähnliche Missverständnisse gab es auch bezüglich des Volksbegriffes, während nämlich die Bürgerlichen, die Adeligen, weniger die Sozialdemokraten und andere liberale demokratische Kräfte, wenn sie von Volk sprachen, das nationale Volk meinten, also alle Russinnen, verdachten die Bäuerinnen, und das heißt die Soldaten, dass die Bürgerinnen und ihre Offiziere nicht zum Volk gehörten, weswegen sie es auch nicht als Widerspruch zur Demokratie begriffen, wenn sie ihre Offiziere aufknüpften. In der Revolution überlagern sich also verschiedenste Affekte, widersprüchlichste zum Teil, in einer einzigen intensiven Aufladung eines Ereignisses und erschaffen gleichzeitig, zumindest in den Jahren 17 bis 18, neue mikropolitische Realitäten. Bäuerinnen verhaften oder setzen ihre Priesterinnen ab. Hausangestellte verbannen ihre vorherigen Herren in die kleinen Kämmerlein, in denen sie zuvor gewohnt hatten, und ziehen selbst in die großen Wohn- und Schlafgemächer ein. Frauen weigern sich, Röcke zu tragen und ziehen stattdessen Hosen an. Sexarbeiterinnen treten in den Streik für höhere Honorare. Jüdinnen greifen zu den Waffen
und kämpfen gegen Pogrome. Kleine Kinder in der Schule verlangen Kampfunterricht, sodass sie sich gegen die großen Kinder in der Schule zur Wehr setzen können. Und die Soldatinnen wählen, wenn ihnen die Befehle nicht passen, die Offizierinnen neu oder solidarisieren sich mit den streikenden Arbeiterinnen in den Städten und fordern den 8-Stunden-Tag für Kriegseinsätze. Hierin, in diesen mikropolitischen Realitäten, in diesen mikropolitischen Überlagerungen verschiedener Affekte und Praktiken und nicht in der Einsetzung eines Parlaments, das ist kurz gesagt die Februarrevolution, und nicht in der Absetzung dieses Parlaments, das ist kurz gesagt die Oktoberrevolution. Hierin, in dieser mikropolitischen Realität, besteht meiner Meinung nach die Revolution, der tatsächlich die Treue zu halten wäre. Die Missverständlichkeit der Revolution, die Revolution als Missverständnis, dieses Gespenst sucht nicht nur die bürgerlichen Kräfte, nicht nur die gemäßigten Kräfte, nicht nur die Protagonistinnen der Februarrevolution also heim, sondern auch die Radikalen und Radikalsten, auch jene Partei, die doch wie keine andere darum bemüht ist, eine Einheit herzustellen und durch ihren demokratischen Zentralismus alle Missverständnisse auszuschließen, die bolschewistische Partei. Es lässt sich argumentieren, und ich würde das auch tun, dass selbst der Oktoberputsch, dieser große Mythos von der Stürmung des Winterpalastes, Ausdruck eines großen Missverständnisses ist. Während nämlich Lenin feierlich die gerade den Ministern im Winterpalast abgekämpfte Macht der Sowjetversammlung übergab, den Arbeiter- und Soldatendeputierten also die Macht im Land überreichte, entdeckten die Bolschewiki, die gerade diesen Winterpalast gestürmt hatten, dass sich unter den Ministern etwas viel Spannenderes befand, von dem sie vermutlich schon gehört hatten, nämlich der Keller des Winterpalastes mit seinen unglaublichen zaristischen Weinvorräten. Und sie begannen genau diese Weinvorräte zu plündern und sich aufs Heftigste zu besaufen, weswegen sie für mehrere Tage nicht mehr zu gebrauchen waren. Und es ist ein Glück, dass die Bolschewiki in dieser Zeit nicht angegriffen worden sind, denn sie hätten sich nicht verteidigen können. Als die Führer der Bolschewiki aber Soldaten abstellten, um die Weinvorräte zu sichern, mussten sie feststellen, dass diese Wachen selbst anfingen, Wein zu schmuggeln und nach kürzester Zeit auch betrunken waren. Und selbst als die hohen Funktionäre dazu übergingen, die großen Weinfässer aus den Kellern herauszurollen, auf der Straße zu zerschlagen und den Wein in die Gosse zu kippen, stürzten sich die einfachen Bolschewiki auf die Straße und tranken den Wein einfach aus den Regenrinnen. Ich würde euch bitten, dieses Bild für einen kurzen Moment im Kopf zu behalten, denn es wird gleich nochmal relevant, wenn Lenin selbst, ohne es zu wissen, auf ein ähnliches Bild zurückkommen wird. Und diese Bolschewiki, die das Winterpalais gestürmt hatten, sind gewissermaßen die Elite der bolschewistischen Partei, die Avantgarde der Avantgarde. Die einfachen Soldatinnen, die einfachen Bolschewiki, haben noch ganz andere Vorstellungen. Von ihnen, von den sogenannten Front-Bolschewiki, berichtet einer der Offiziere, dass sie eigentlich nur das eine gewollt hätten: Frieden, damit sie nach Hause gehen, die Gutsbesitzer ausrauben und frei leben konnten, ohne Steuern oder Abgaben zu zahlen oder irgendeine Autorität anzuerkennen. Sie, sagt er, hatten nicht die leiseste Ahnung von den Parteien, noch von irgendeinem Kommunismus oder Unterteilung in Arbeiter und Bauern, aber sie träumten davon, zu Hause ohne Gesetz oder Gutsbesitzer zu leben. Und diese anarchistische Freiheit nannten sie Bolschewismus. Gleichzeitig ist auch bekannt geworden, dass in den zentralen Forderungen der Bolschewiki, die sie populär gemacht hatten und die von den Massen aufgegriffen wurden, wie beispielsweise der Ruf nach der Internationale, viele Leute diese Internationale für eine Gottheit hielten und dass in der Forderung nach einem Frieden ohne Annexionen sehr viele Leute zustimmten, weil sie dachten, dass sie dieses Land mit dem seltsamen Namen Annexion sowieso noch nie gehört hatten und deswegen sehr wohl bereit waren, darauf zu verzichten. Und ähnlich ist übrigens auch etwas später bekannt geworden, dass in den 1920er Jahren viele Leute Henry Ford für eine Art Boss von Lenin und Trotzki hielten, der heimlich sozusagen die Fäden zog und denen sagte, was sie zu tun hatten. Aber ich würde argumentieren, dass gegen die höhnische Arroganz von bürgerlichen Historikerinnen, die sich über diese Dummheit der einfachen Bolschewiki, der einfachen Massen lustig machen, darauf zu beharren ist, dass genau diese Leute in ihrer Interpretation ein gewisses Recht hatten. Tatsächlich war ein nationaler Volksbegriff noch nie revolutionär. Tatsächlich handelt es sich
bei Ford gewissermaßen um den Gott einer sozialistischen Rationalität, dem vieles Fetischhaft untergeordnet wurde. Und tatsächlich sind wilde Enteignungen gewissermaßen die Quintessenz des Bolschewismus 1917 und 1918. Aber entscheidend ist nicht, im Nachhinein das Missverständnis oder die vielfältigen Missverständnisse auszuräumen, indem wir durch Parteinahme im Nachhinein ordnen und entscheiden, wer Recht hatte und wer Unrecht. Entscheidend ist, dass sich dieses Missverständnis nicht ausräumen lässt oder dass es sich eben ausräumen lässt nur auf Kosten der Revolution. Die am meisten missverstandene Theoretikerin der Revolution, kurz vor oder kurz nach Marx, darauf möchte ich mich nicht festlegen, ist die ebenfalls Alexandra Kollontai. Ihre Forderung nach einer freien Liebe, nach einer Liebe, die frei ist, zum einen von klerikal-staatlicher Einmischung, zum anderen von ökonomischen Zwängen und zum dritten von patriarchaler Gewalt, wurde sehr unterschiedlich interpretiert. Beispielsweise in Saratow, einer Stadt in der Sowjetunion, gab es ein Fürsorgeamt, das versuchte, Kollontais Forderung umzusetzen, indem es ein Dekret zur Verstaatlichung von Frauen erließ. Und dieses Dekret enthielt die Forderung nach der Abschaffung der Ehe ebenso wie die Forderung nach einem Recht auf genehmigte und vom Staat zur Verfügung gestellte Bordelle für Männer. In der Stadt Wladimir gab es sogar ein Büro der freien Liebe, das einen Aufruf an unverheiratete Frauen verabschiedete im Alter zwischen 18 und 50. Sie mögen sich doch bitte beim Amt melden, man würde dann Sexualpartnerin für sie finden. Gleichzeitig gab es aber auch eine reaktionäre Gegenkampagne gegen die Theorie der sexuellen Befreiung, die nämlich genau Alexandra Kollontai und andere Protagonistinnen dieser Theorie, dieser Forderung, dieser politischen Strömung verantwortlich machte für eine Zunahme, ob sie nun tatsächlich war oder medial produziert, von Vergewaltigung und Massenvergewaltigung in den Großstädten. Diese Gewalt sollte also direkt Ausdruck sein von einem Freilassen des sexuellen Triebes. Möglicherweise hat zu dieser reaktionären Kampagne auch Wladimir Ilitsch Lenin seinen kleinen Teil dazu beigetragen, denn er gab in einem Interview, was er mit der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin führte, ein sehr interessantes Kommentar zur sogenannten Klaas-Wasser-Theorie. Ich vermute, dass diese Klaas-Wasser-Theorie nicht bekannt ist. Mich hat sie erstmal etwas verwirrt, denn ich hatte in der Schule schon mal eine Klaas-Wasser-Theorie kennengelernt, die lautete, was ist das beste Verhütungsmittel? Klaas-Wasser trinken, anstelle von Sex machen. Aber bei Alexandra Kollontai ist was anderes gemeint, wenn es überhaupt von Alexandra Kollontai stammt. Wie gesagt, es handelt sich um ein großes historisches Missverständnis. Aber die Idee ist eigentlich ganz einfach. Sexuelle Bedürfnisse sind genauso zu behandeln wie alle anderen körperlichen Bedürfnisse. Und so wie, wenn man durstig ist, ein Glas Wasser trinkt, so sollte man, wenn man sexuellen Trieb verspürt, Sex haben, ohne jeden romantischen Überbau. Einfach nur eine materielle Befriedigung eines materiellen Bedürfnisses. Lenin hingegen hielt davon nicht so viel. Seine Antwort auf die Glas-Wasser-Theorie war, ja, natürlich, wenn ich Durst habe, trinke ich ein Glas Wasser. Aber wer würde schon von mir verlangen, dass ich mich an einem Glas Wasser bediene, was dessen Rand schon fettig ist von den vielen Mündern, die ebenfalls daraus getrunken haben? Oder wer würde sich schon, nur weil er durstig ist, in die Gosse schmeißen und aus der Regenrinne trinken? Wenn ihr das Bild noch in Erinnerung habt, kennt ihr die Antwort auf diese Frage, die Bolschewiki. Sexuelle Bedürfnisse sind ebenso wenig romantisch und idealistisch zu befriedigen wie alle anderen körperlichen Bedürfnisse. So wie du ein Glas Wasser trinkst, wenn du Durst hast, so sollst du Sex haben, wenn du Lust hast. Und es braucht dafür keinen idealistischen Überbau. Und Lenin sagt, natürlich trinke ich ein Glas Wasser, wenn ich Durst habe, aber soll ich aus einem Glas Wasser trinken, dessen Rand fettig ist von den vielen Mündern, die sich auch schon daran befriedigt haben? Ich glaube, es ist nicht nötig, das Bild eigens zu kommentieren. Es spricht für sich selbst in seiner sexistischen Metaphorik. Schon in dem früheren Buch von Lenin, Staat und Revolution, das letzte Buch, was er geschrieben hatte vor der Revolution und gleichzeitig sein libertärstes und staatskritisches, hatte er verraten, welch profundes Verständnis von sexueller Herrschaft und sexueller Befreiung er eigentlich zugrunde legt. Dort schrieb er, ich zitiere das mal, niemand macht allein
den Kommunismus dafür verantwortlich, den Staat völlig abzuschaffen. Aber genau der Kommunismus hat diese Fähigkeit, den Staat komplett abzuschaffen, denn im Kommunismus ist niemand mehr zu unterdrücken. Niemand im Sinne einer Klasse, im Sinne eines systematischen Kampfes gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Andererseits sagt Lenin, wir sind keine Utopisten und leugnen durchaus nicht die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit von Ausschreitung einzelner Personen und ebenso die Notwendigkeit, solche Ausschreitung zu unterdrücken. Aber dazu bedarf es keiner besonderen Maschine, keines besonderen Unterdrückungsapparates. Das, und jetzt kommt's, wird das bewaffnete Volk selbst mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit bewerkstelligen, mit der eine beliebige Gruppe zivilisierter Menschen sogar in der heutigen Gesellschaft Raufende auseinanderbringt oder eine Frau vor Gewalt schützt. Was Lenin also unwillkürlich sagt, ist, dass der sozialistische oder kommunistische Staat ebenso wenig vom Staat frei sein wird, wie der Kapitalismus von sexistischer Gewalt. Und mit dieser Prognose lag er, anders als mit seinen optimistischeren, ziemlich nah an der Wahrheit des späteren Staatssozialismus. Aber diese Aussagen von Lenin, wie die Praktiken seiner Genossen aus Wladimir und Saratow, von denen ich eben erzählt hatte, machen deutlich, warum es eine solche Notwendigkeit für einen feministischen Kampf innerhalb der sozialistischen Bewegung gab. Und diese Notwendigkeit und diese Bedeutung des feministischen Kampfes innerhalb der sozialistischen Politik artikuliert sich unter anderem auch darin, dass von den drei wichtigsten Kampftagen der russischen Sozialdemokratie nach 1905 einer eben der Internationale Frauentag war. Die Bedeutung des feministischen Kampfes wird allerdings noch viel anschaulicher, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie die Lebens- und Geschlechterverhältnisse eigentlich waren vor und während der Revolution. Und zwar wiederum dort, wo die meisten Menschen innerhalb Russlands lebten, eben auf dem Land. Der Blick auf dieses Land ist ein bisschen verstellt und es ist schwierig, ein genaueres Bild davon zu erhalten, wie dieses Land eigentlich aussah. Einerseits deswegen, weil es in Russland eine traditionelle Spaltung zwischen Stadt und Land gab, zwischen Adel und Bauerntum. Und weil diejenigen, die schriftgelehrt waren, also die uns auch die historischen Dokumente überlieferten, wie sie selbst sagten, in einer interessanten Metapher vom Land so wenig verstanden wie von irgendeiner Region in Zentralafrika. Andererseits, weil der Blick auf das Land verstellt ist von einer doppelten Projektion. Einerseits einer romantisierenden Vorstellung, wie sie beispielsweise die Narodniki, die Sozialrevolutionäre, der wichtigsten linksradikalen Strömung vor den Marxistinnen vertraten, die der Meinung waren, dass eigentlich im Land und auf dem Dorf schon eine revolutionäre Stimmung herrschte, dass dort eigentlich schon utopische Verhältnisse existierten, die lediglich von dem parasitären Kapitalismus und Zarismus befreit werden müssten, um zu einer besseren Gesellschaft zu kommen. Und andererseits die gegenteilige Position, wie sie von den Bolschewiki vertreten wurde, unter anderem die quasi in Tradition mit dem Adel davon ausgingen, dass das Land vor allen Dingen düster war, dunkel, rückständig und barbarisch und dass es auch, wenn nötig, mit Gewalt gegen den Willen seiner Mitglieder befreit werden müsste und in den kapitalistischen und sozialistischen Fortschritt überführt werden müsste. Trotzdem lässt sich fragen, was sich auf diesem von einer doppelten Projektion und einem Exotismus verstellten Bild vom Land erkennen lässt. Zunächst, dass 85% der Menschen dort lebten, und das heißt in kleinen Dörfern, die gekennzeichnet waren von Landparzellen, Gemeindewäldern, meistens einer Dorfkirche, öfters einem Herrenhaus, wo der Landherr wohnte, und einem örtlichen Markt. Eine kleine Welt, die die Dorfbewohnerinnen selten verließen und die sie Mir nannten, was zugleich Frieden und Universum bedeutet. Es muss wahrscheinlich nicht eigens erwähnt werden, dass es dort fast keine Schulen gab, die meisten Menschen Analphabeten waren, und dass die Struktur des Landes und die Aufteilung ihrer Organisation der Agrarwirtschaft nach patriarchalen Großfamilien funktionierte. Und diese patriarchalen Großfamilien wohnten in großen, dunklen Häusern, in denen sie zu 12 oder zu mehreren Leuten schliefen, oft noch mit den Tieren, in denen es aufgrund des ständigen schlechten Tabakrauches und weil sie nicht gelüfteten wegen der Kälte und so weiter, entsetzlich stank, was unter anderem der Grund dafür ist, dass von 4 Säuglingen einer verstarb und die Erwachsenen in der Regel eine Lebenserwartung von 35 Jahren hatten. Was unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass die Produktivkraftentwicklung entsetzlich niedrig war im Vergleich zum Westeuropa. Es war noch nicht mal dieser große Metallflug erfunden. Die Leute pflügten ihr Land oder
bearbeiteten ihr Land nicht mit der großen zweihändigen Sense, sondern mit diesen kleinen Holzsicheln, die auch tatsächlich dann ja auf der Sowjetfahne drauf waren. Ne? Man kann sich vorstellen, wie lange das dauert, damit so den Acker zu bearbeiten. Die Lebenserwartung war aber auch deswegen so niedrig, weil es regelmäßig Prügelorgien gab. Maxim Gorki zum Beispiel, einer dieser Adligen, der natürlich eine projektive Perspektive auf das Land hat, berichtete entsetzt davon, wie er das ein Dorf besuchte und dann feststellte, dass zwei Familien über einen zerbrochenen Tonkrug im Wert von wenigen Kopeken dermaßen in Streit miteinander gerieten, dass sie sich verabredeten auf einer Wiese zum Kampf Familie gegen Familie, woraufhin dann einem Jungen der Arm gebrochen wurde und einer alten Frau der Kopf eingeschlagen. Natürlich spiegelt sich in der Gewalt des Dorfes, das ist nur ein Beispiel, man könnte fortfahren, mit Gruselgeschichten eine jahrhundertelang aufgestaute Gewalt, die von der feudalen Struktur dort reingepresst worden war. Denn die Bauern waren zwar sehr spät, 1864, von der Leibeigenschaft befreit worden, aber erstens befanden sie sich weiterhin in brutaler ökonomischer Abhängigkeit und zweitens hatten die Landherrinnen immer noch die Möglichkeit und das Recht, ihre Untergebenen auszupeitschen, auch öffentlich, wenn diese zum Beispiel ihr Land betraten oder sich aus ihrem Wald Feuerholz holten und so weiter. Aber diese Seite der Gewalt und der Rückständigkeit und der bitteren Armut ist nur ein Moment dieses Dorfes. Die andere Seite ist, dass diese Dorfkommune sich von allen anderen Dorfstrukturen in Europa und auch anderen Teilen der Welt, mit Ausnahme möglicherweise von Indien, dadurch unterscheidet, dass sich dort noch ein Kollektiveigentum gehalten hatte, dass also keinerlei Privatbesitz an Grund und Boden existierte, sondern das Land wurde vom Dorfrat alle paar Jahre neu verteilt an die patriarchalen Großfamilien und zwar abhängig von deren Größe. Es gab keine Möglichkeit, Land in Privatbesitz zu nehmen und deswegen auch keine Möglichkeit, es entlang einer patrilinearen Erbfolge zu vererben. Und diese Neuverteilung des Landes funktionierte in dieser protodemokratischen Dorfcommunity so, dass die Ältesten jedes Hauses, die Hausvorstände, das heißt Männer, sich an einem Tag der Woche auf einer Wiese trafen, weil es gab kein Haus, was groß genug gewesen wäre für solche Versammlungen, dort rumstanden, rauchten, diskutierten, was so anstand. Der Älteste wiederum ging herum, hörte sich so an, worüber diskutiert wurde und am Ende wurden halt einige Fragen, die plötzlich als virulent erschienen, zur Abstimmung gestellt und es wurde konsensuell entschieden. Und diese Ambivalenz, natürlich gemessen an einem Ideal universeller Emanzipation, diese Ambivalenz des Dorfes lässt sich auch aufzeigen anhand der Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse, wie sie im Dorf und auf dem Land herrschten. Einerseits waren viele der adeligen oder bürgerlichen Beobachterinnen, die das Land besuchten, entsetzt darüber, wie wenig bürgerliche Sexualmoral diese Menschen dort hatten. Das drückte sich zum Beispiel dadurch aus, dass die Menschen in aller Öffentlichkeit miteinander sexuell verkehrten. Sie hatten ja auch kaum eine andere Möglichkeit bei den engen Wohnverhältnissen. Aber auch dadurch, dass die Leute nach getaner Arbeit oder wenn sie so auf dem Marktplatz rumstanden, nichts zu tun hatten, in die Luft schauten und dabei zu ihrem eigenen Vergnügen an ihren Genitalien rumspielten. Übrigens wurde auch Kindern, die geweint haben, um sie zu beruhigen, immer mal wieder an den Genitalien gesaugt. Andererseits haben aber auch die Narodniki, die wiederum romantisch versuchten, die Sexualität der Bäuerinnen zu verklären und meinten, dort habe sich eine besonders hohe Form der Moral entwickelt, weswegen diese Leute eigentlich auch nie Syphilis bekämen und wenn doch, dann nur deswegen, weil sie alle vom gleichen Löffelchen gegessen haben, aber nicht, weil sie schmutzige Dinge täten. Die haben vollkommen Unrecht, denn nicht nur existiert dort eine sehr ausführliche Sexualität, sondern auch eine sehr patriarchale. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass es sehr lange in den Dörfern bis ins 20. Jahrhundert hinein den Brauch gab, die Entjungferung nach der Heirat öffentlich auf dem Marktplatz zu vollziehen, wobei der Heiratsvermittler im Falle, dass der Bräutigam nicht in der Lage ist, seinen Dienst zu vollrichten, mit Hand anlegen durfte und an dem noch viel länger in Kraft gewesenen Brauch, der dem Haushaltsvorsteher ein sexuelles Anrecht auf seine Schwiegertöchter gibt, im Falle der Abwesenheit seiner Söhne. Und diese patriarchale, sexuelle, sexistische Gewalt artikuliert sich auch in vielen Merksprüchen, von denen es wirklich tatsächlich sehr viele gibt. Ich erzähle euch zwei, die besonders anschaulich machen, um was es geht. Die Bauern sagten, schlage deine Frau mit dem Axtrücken und horche dann, ob sie noch atmet. Wenn sie noch atmet, hat sie nur gefaked und sie will noch mehr. Oder noch präziser,
Je öfter du deine Frau schlägst, umso besser schmeckt die Suppe. Und um die Ambivalenz dieses Dorfes in seiner Ungleichzeitigkeit von sexueller Modernisierung und patriarchaler Gewalt noch etwas besser zu verstehen, macht es Sinn, ein Missverständnis auszuräumen, das wir in der Regel bezüglich des Zarismus haben. Meistens ist die Annahme, dass der Zarismus eine sehr dunkle, sehr, sehr autoritative und auch totale Form der Gewaltherrschaft war. Und tatsächlich ist die sogenannte moskowitische Schule des Zarismus, die sich gegen die petrinische, also am Peter den Großen, also am Westen orientierte Schule durchgesetzt hat und die letzten 300 Jahre in Russland herrschte, besonders absolutistisch. Sie verlangt eine Form der Herrschaft, die absolutistischer ist als der westliche Absolutismus, denn sie möchte, dass der Zar an keine Gesetze gebunden ist, sondern ganz nach seiner Willkür als Vertreter Gottes auf Erden herrschen kann. Aber andererseits ist die Macht des Zaren doch äußerst begrenzt. Sie reicht auf keinen Fall bis in die Dörfer, sondern eigentlich nur bis in die größeren Provinzstädte, wo es halt einige Beamte gibt, die sagen können, was gemacht wird. Was sich relativ deutlich schon daran zeigt, dass auf dem Land auf 50.000 Bewohnerinnen ein einziger Bulle kam. Man kann sich vorstellen, dass es dem recht schwer gefallen ist, zaristische Gesetze durchzusetzen. Und gleichzeitig ist auch die Macht der Kirche, der christlich-orthodoxen, teilweise aber auch des Islam, sehr begrenzt. Denn es gab zwar, wie ich gesagt habe, in jedem Dorf eine Kirche, aber die Pfarrer und Priester, die dort arbeiten, wurden von der Kirche eigentlich nicht bezahlt, weswegen sie sich für ihre Dienste direkt von den gläubigen Schäfchen bezahlen ließen und also für ihre religiösen Dienste direkt Bezahlung entgegennahmen. Ungefähr so einmal das Land heilig sprechen, ein Huhn oder eine Hochzeit, eine Kuh. Ihr habt jetzt die genauen Umtauschkurse nicht im Kopf, aber ungefähr so stelle ich mir das vor. Deswegen nahmen die Bäuerinnen die Priester nicht wirklich ernst, sondern betrachteten sie eher als Sakramenthändler. Und es braucht also nicht zu verwundern, dass die Leute sehr eigenwillige Interpretationen vom Christentum hatten und das sehr interessant mit heidnischen Ritualen mischten und den Christengott zusammen mit anderen Göttern und Deals und so weiter. Also nicht wirklich beeindruckt waren vielleicht von der christlichen Moral, obwohl sie gleichzeitig oft sehr antijüdisch unterwegs waren, wenn immer jemand kam, der nicht sich als Christenmensch verstand. Aber unabhängig davon, wie weit die Macht des Zaren und die Macht der Kirche reicht, kann festgestellt werden, dass die Gesetze, die die Kirche erließ, um Sexualität zu regulieren, sehr anders aussahen, als das in der Moderne bekannt ist. Zwar gab es eben das Verbot von Sodomie. Das ist das, was heute dann unter Homosexualität verhandelt wird. Ich werde gleich sagen, warum das nicht ganz zutreffend ist. Aber dieses Gesetz zum Verbot der Sodomie, was erst von der Kirche verabschiedet worden war und später dann von Peter dem Großen im Militär zumindest auch eingeführt wurde, kannte keine Konstruktion einer sodomitischen oder homosexuellen Subjektivität, sondern war orientiert an Praxen. So war beispielsweise Analverkehr, meistens gedacht als Analverkehr zwischen Männern, aber das muss nicht so sein, verboten und mit Strafe belegt, auch an einer relativ hohen Strafe. Aber diese Strafe war genauso hoch wie die für sogenannten heterosexuellen Ehebruch. Und auch andere Formen von sogenannten gleichgeschlechtlicher Sexualität waren bestraft, wurden bestraft, aber nicht anders als beispielsweise Masturbation. Das zeigt, diese Gesetzgebung ist orientiert an einer Vorstellung von Praktiken und nicht an einer Vorstellung eines sexuellen Kernes, der in der Lage wäre, eine sexuelle Subjektivität, eine sexuelle Identität zu konstruieren. Worum es hier eigentlich geht, ist das Verbot von allen Formen von Sexualität, die nicht zum Zwecke der Reproduktion betrieben werden, sondern zum Zwecke der Lust. Alle diese Formen von Sexualität gelten als Sünde. Damit deckt sich diese russische Gesetzgebung, diese russische christlich-orthodoxe Moral mit denen, die in vorbürgerlicher Zeit auch in Westeuropa oder in arabischen Ländern bis teilweise auch noch sehr viel länger in Kraft sind. Und es zeigt sich, dass die Konstruktion eines homosexuellen Subjektes eine Erfindung der Moderne ist. Und das ist einer der ambivalenten und sehr interessanten ambivalenten Effekte der russischen Revolution. Denn im gleichen Moment, wo sie die Sodomiegesetze abschafft und damit Homosexualität als Praxis entkriminalisiert, schafft sie es auch,
dass der medizinisch-psychiatrische Diskurs, der während des Zarismus vollkommen ohne Einfluss war, an die Oberfläche gespült wird und nun in der Lage ist, wissenschaftlich Sexualitäten zu kartografieren, zu klassifizieren, zu hierarchisieren und so sexuelle Identitäten zu schaffen allererst. Eine Produktion, über die sich möglicherweise, das wäre zu diskutieren, der Stalinismus später freuen kann, wenn er Homosexuelle als Tätergruppen identifiziert, die zu bekämpfen sind als kontrrevolutionäre Subjekte. Der medizinisch-psychiatrische Diskurs ist sehr stark am Westen orientiert. Es gibt einen starken Austausch zwischen österreichischen, deutschen und russischen Sexualwissenschaftlerinnen. Er ist für seine Verhältnisse natürlich sehr modern und emanzipatorisch. Und er geht davon aus, dass es sich bei Homosexualität oder Transsexualität nicht um eine Sünde handelt, nicht um eine Strafe, sondern um eine biologische Abweichung und um eine Krankheit. Und diese Abweichung wird versucht, mit verschiedenen Techniken beizukommen, entweder mit einer an Freud geschulten Hypnosetechnik oder mit einer an Hirschfeld geschulten Technik der Gonadenverpflanzung. Also es gab Experimente, wo man Leuten, transgeschlechtlichen oder homosexuellen Leuten, Sexualdrüsen zum Beispiel von Hühnern in die Brust einpflanzte, in der Hoffnung, die Leute würden sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Die sind dann manchmal auch dabei verstorben. Und ich weiß nicht, ob es auch diese Versuche gab, bei sogenannten heterosexuellen oder cissexuellen Menschen, sie durch Gonadenverpflanzung von ihrer Krankheit zu heilen. Es liegt nah, aber es ist darüber nichts bekannt. Und dass diese Ambivalenz, die sich gemessen wiederum am Maßstab einer universellen Emanzipation in der Bewegung der Modernisierung zeigt, wird eigentlich noch dringlicher, wird noch deutlicher, wenn wir uns veranschaulichen, dass dieser wissenschaftliche Biologisierungsdiskurs, der ja selbst gegen eine Kriminalisierung operierte, regional begrenzt war. Denn er galt nur für den europäischen Teil Russlands. Nur die Großstadt Transen und Homos aus Petrograd und Moskau wurden als biologische Abweichung, als biologische Raritäten betrachtet, während in den Ländern wie Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan und Georgien Homosexualität und Transsexualität als Ausdruck einer kulturellen Endemie betrachtet wurden, als endemisch, also als Ausdruck einer kulturellen Rückständigkeit. Denn in diesen Ländern war nicht die orthodoxe Christentum, sondern der Islam hegemonial. Und in vollkommener Übereinstimmung mit dem europäischen orientalistischen Diskurs galt der Islam als besonders homophil, als besonders homosexuellenfreundlich und gerade darin exzessiv rückständig. Es gab in diesen islamischen Regionen nämlich nicht nur die Polygamie, Brautpreise und auch die Praxis von der Prostitution jugendlicher Jungen und androgyner Jugendlicher, sondern eben auch konsensuelle Sodomie. Und das ist möglicherweise der Grund dafür, oder das ist der Grund dafür, dass das Sodomiegesetz zwar aufgehoben wurde, allerdings nur in den europäischen Regionen, während es eben in diesen Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, intakt blieb, die ganze Revolution durch. Und in Usbekistan sogar das gerade in der Sowjetunion geschaffene Gesetz zum Schutze von Frauen vor sexueller Belästigung auch noch auf Männer ausgedehnt wurde. Man kann davon ausgehen, dass es gerichtet war eben gegen die Prostitution von Jungen. Aber man kann auch den Verdacht haben, dass die russischen Kommissare sich möglicherweise selbst schützen wollten vor den Avancen der eingeborenen Männer, die mit geschminkten Augen zu ihnen kamen, um ihnen an den Sack zu greifen. Aber was ich noch spannender finde und worin sich meiner Meinung nach noch ein Moment zeigt, das über diese Ambivalenz hinausgeht, nämlich eine Verknüpfung eines Modernisierungsdiskurses, der verwestlichend ist und seine Ambivalenz mitbringt, mit einem spezifisch sozialistischen Emanzipationsdiskurs, ist die geschlechtliche Asymmetrie, die in der Behandlung von Homosexualität und vor allen Dingen Transgeschlechtlichkeit, aber prinzipiell auch geschlechtliche Emanzipation aufzufinden ist im Prozess der russischen Revolution. Es hatten sich nämlich schon vor der Revolution in den großen Städten kleine beginnende Homosubkulturen rausgebildet, wobei die männliche Homosubkultur sich vor allen Dingen im öffentlichen Badehaus traf.
und die weibliche Homosubkultur, also die Lesbenszene, eher in den Bordellen, was nicht ungewöhnlich ist, das ist aus Westeuropa auch bekannt, dass sich gerade dort die Leute trafen, die ein anderes Begehren hatten und es anders auszuleben vermochten, in diesen quasi geschützten Räumen. Und es gab auch schon für diese Scenes, für diese beginnenden Subkulturen, transgressive Erkennungszeichen. So erkannten sich Stricher und Cruiser beispielsweise daran, dass sie effeminierte Gesten zur Schau stellten oder dass sie geschminkt waren, während sich Lesben oft daran erkannten, dass sie Schlips trugen oder Hosenröcke. Noch keine Hosen, aber bereits Hosenröcke. Und diese Homo-Subkulturen werden durch die Revolution eigentlich wiederum in einer zweifachen, einer ambivalenten Weise getroffen. Einerseits werden ihre Praktiken entkriminalisiert, andererseits werden sie als Subkulturen in die Enge getrieben, denn erstens bekämpfen die Bolschewiki Prostitution, wenn auch nicht die Prostituierten, so doch die Häuser, in denen diese sich treffen, weswegen die zentralen Austauschräume der Subkultur zerstört werden. Und zum anderen wird es schwerer, große private Wohnräume anzumieten, um dort die Orgien oder Trackpartys zu feiern, die Anfang des Jahrhunderts schon begonnen hatten, in Petrograd stattzufinden. Aber es gibt einen Unterschied in der Behandlung dieser beiden Szenen. Und der liegt darin, dass die Effeminierung, also Transweiblichkeit, eher als etwas nicht- oder Konterrevolutionäres betrachtet wird, während Transmännlichkeit, also die Butchness und Kingness, auch in lesbischer Szene, eher als mit der Revolution im Einklang gesehen wird. Es gibt einen prinzipiellen Trend in der Revolution, nach der Revolution, zur Maskulinisierung. Das geht so weit, dass der Gesundheitskommissar Nikolai Semaschko sich öffentlich beschwert, es gebe immer mehr Frauen, die kurze Haare trügen, ständig Zigaretten im Mund hätten, ungewaschen seien, grobe Manieren an den Tag legten und mit einer viel tieferen Stimme als vorher sprechten. Eine Tendenz, die er als vulgäre Geschlechtergleichheit denunziert. Weibliche Bolschewiki, das ist vielfach beschrieben worden, kultivieren eine Subjektivität, die gekennzeichnet ist durch Härte, durch Rücksichtslosigkeit und vor allem durch emotionale Kontrolle. Und es gibt jetzt das als Tradition, als kleine Vorgeschichte dessen, was sich hier ereignet. Natürlich in der russischen Geschichte immer schon, wie in jeder anderen Geschichte, ich erlaube mir diesen universalistischen Trick, transgeschlechtliche Subjektivitäten und Praktiken. Das lässt sich ablesen an den vielen Wörtern, die in der russischen Sprache seit alters her dafür zur Verfügung stehen, gerade auch auf dem Land. Das Interessante ist, dass die wenigsten dieser Worte pejorativ gemeint sind, dass die wenigsten dieser Worte abwertend sind. Und wenn aber Worte abwertend sind, dann ausschließlich für Transweiblichkeit. Und darin stimmt diese Geschichte Russlands überein mit den meisten Geschichten patriarchaler Gesellschaften, die sich durch dieses allgemeine Charakteristikum auszeichnen und darin oft weniger biologistisch und essentialistisch sind als viele ihrer traditionellen Kritikerinnen. Sie verachten nämlich Menschen, die sich entgegen der ihnen zugesprochenen Privilegien ein weibliches Geschlecht aneignen, mehr als diejenigen, die sich illegitim männliche Privilegien aneignen und verraten damit, dass sie Weiblichkeit mehr verachten als sogenannte Frauen. Prinzipiell zeigt sich darin auch, dass die These von der heterosexistischen Matrix, die Butler sehr zutreffend, wie ich meine, für die kapitalistischen modernen Gesellschaften formuliert hat, kulturell und historisch begrenzt ist. Denn hier in diesem Fall der russischen vorrevolutionären Gesellschaften haben wir es mit einer zu tun, die extrem patriarchal ist, aber weder homo- noch transphob agiert. Weder von einer somatisch fundierten Zweigeschlechtlichkeit auszugehen scheint, noch von einer heterosexuellen Normalidentität. Beides Erfindungen der Moderne, die paradoxerweise mit der russischen Revolution ins Leben gerufen werden. Und genau die russische Revolution macht jetzt deutlich, dass eine spezifische Verknüpfung dieser geschlechtlichen Kodierung mit der sozialistischen Emanzipation ins Leben tritt, die nicht aufgeht in der Geschichte patriarchaler Gesellschaften, sondern eben besonders ist, besonders im Sinne dieses bolschewistischen oder marxistischen Sozialismus und seiner Emanzipationsversprechen. Das zeigt sich beispielhaft
an einem Psychiatriekongress, der 1929 stattfindet und bei dem über einen Antrag von einer Transfrau auf medizinisch-geschlechtliche Geschlechtsumwandlung diskutiert werden soll. Dass es diese Anträge gibt, ist nicht neu. Es ist auch nicht weiter verwunderlich in einem revolutionären Klima, wie es in der Sowjetunion herrschte, mit seinen technischen Utopien. Die Leute hatten ganz andere Vorstellungen. Es gab die Fantasie, man würde bald den Mars besiedeln. Die Menschen würden, wenn sie im Weltall leben, andere Körper bekommen, nämlich robotische Körper. Und dann, um miteinander noch zu kommunizieren, sollten sie diese robotischen Körper vielleicht auch aufgeben und sich stattdessen in Licht verwandeln. Demgegenüber ist die Vorstellung, dass man jetzt das Geschlecht wechselt, wirklich nicht besonders aufregend. Der erste Antrag eines Transmannes im Übrigen war auch schon 1923 gestellt worden. Und auf diesem Kongress 1929 wurde eben auch der sogenannte Fall, denn wir befinden uns ja schon im psychiatrischen Diskurs, des vermutlich berühmtesten Transgenders der russischen Revolution diskutiert, nämlich der Fall von Evgeny Fjodorowitsch, der vorher bekannt war als Evgenia Fjodorowna, beziehungsweise nicht bekannt war, denn er hatte schon ab seinem 19. Lebensjahr beschlossen, als Mann und in einem männlichen Namen zu leben. Das Besondere an ihm ist, dass er Mitglied der Checker war, also Mitglied der Geheimpolizei, der russischen, und dass er dort verantwortlich war, nicht nur für Verhöre, für die Bekämpfung von Spekulanten, sondern auch vermutlich für Folter und Erschießung. Und dieser Evgeny Fjodorow wird deswegen bekannt, weil er, nachdem er einige Zeit in der Checker gearbeitet hat, sich in eine Frau verliebt und auch diese heiratet, woraufhin er denunziert wird und angeklagt wird wegen Verbrechen gegen die Natur. Und diesen Prozess gewinnt er Mitte der 20er Jahre in der Sowjetunion. Man kann nicht wissen, ob das Gericht seine Transgeschlechtlichkeit als intelligibel anerkannt hat oder ob es davon ausgegangen ist, dass auch eine Ehe zwischen zwei sogenannten Frauen, also eine lesbische Ehe, legitim ist. Aber es ist deutlich, dass in dem Russland der 20er Jahre die Gesetzgebung und auch die juridische Praxis progressiver war, als sie heute noch in den meisten Gegenden der Welt ist. Und dieser Fall von Evgeny Fjodorowitsch überzeugt die versammelten Psychiater sehr schnell davon, dass nicht nur dieser Transmann, sondern die meisten Formen von Transmännlichkeit, von Butchness, von Kingness, wie sie vor allem im Militär oder in der Checker vorzufinden sind, eigentlich ein gesellschaftlich gewünschtes Phänomen sind, dass diese Form der Maskulinisierung als emanzipatorisch begriffen werden kann, dass sie im Einklang steht mit den allgemeinen Werten der Revolution. Diese Form der Maskulinisierung, alle Formen der Maskulinisierung im Groben, werden also nicht als in besonderem Maße pathologisierenswert und bekämpfenswert angesehen, ganz anders als die Form von Effeminierung, die im doppelten Sinne als nicht revolutionär kodiert sind, einerseits nämlich, wie schon gesagt, als ethnisch rückständig, andererseits als bürgerlich dekadent, weswegen diese Psychiaterinnen auch beschließen, die Frage, ob man jetzt die Transfrau-Operation erlaubt oder nicht, lieber der Politik zu überlassen, weil sie sich nicht zutrauen zu entscheiden, ob das im Sinne dieser Politik ist. Und diese allgemeine Tendenz einer Maskulinisierung lässt sich auch ablesen an dem eben schon erwähnten Oktoberputsch und der Mystifizierung dieses Putsches, dem Mythos, der darum existiert, der Erzählung also, die dieses Ereignis konstituieren. Auf der einen Seite befinden sich nämlich die Bolschewiki, von denen Trotzki sagt, sie hätten durch den Krieg gelernt, dass man, oder die Granaten des Krieges hätten ihnen die Erkenntnis in den Kopf gezwungen, dass man ein Hindernis, wenn man es nicht umgehen kann, auch einfach zerstören kann. Und von denen Trotzki explizit sagt, sie seien durch den Krieg zu richtigen Männern geworden. Und auf der anderen Seite befinden sich die paar bürgerlichen Minister, die beschützt werden von einem Frauenbataillon, dem einzigen oder dem ersten Frauenbataillon der Russischen Republik, von dem später so bescheuerte sexistische Erzählungen kursieren, dass es selbst mir zu blöd ist, die nochmal zu wiederholen. Auf der einen Seite befinden sich also die Bolschewiki, die in einem ganz bestimmten Dresscode auftreten. Das ist auch interessant zu sehen. Es gibt ja die These, dass in der Mode immer alles wiederkehrt. Und es ist, glaube ich, recht deutlich, wenn wir uns veranschaulichen, dass die Intelligenzia im Russland des 19. Jahrhunderts sich vor allen Dingen kennzeichnete dadurch, dass alle lange Haare trugen, also auch die männlich kodierten Subjekte und teilweise lange Bärte, weite Gewänder und so und oft Brillen, während sich die Bolschewiki dadurch auszeichneten, dass sie kurze Haare hatten, schwarze Lederjacken trugen, schwarz gekleidet waren und schwarze Stiefel hatten. Und wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, ist das, glaube ich, nicht zufällig, denn diese Figuren kehren immer und immer wieder. Und auf der anderen Seite gibt es die Erzählung
Also auf der einen Seite diese Revolutionäre in ihren Lederjacken und mit ihrer neu gewonnenen Männlichkeit, auf der anderen Seite das Frauenbataillon und Kerensky, der Chef der provisorischen Regierung, von dem später behauptet wurde, nicht nur, dass er sehr hysterisch gewesen war, was er wohl tatsächlich gewesen ist, sondern auch, dass er in Frauenkleidern geflüchtet sei. Und ohne jetzt einem Idealismus das Wort reden zu wollen, wie er seltsamerweise in der marxistischen Historiografie sehr weit verbreitet ist, ohne also diese historische Tendenz zurückführen zu wollen auf eine sozialistische Theorie, auf Emanzipationsdiskurse, wie sie schon vor der Revolution existierten, ist es aber trotzdem bemerkenswert, wie stark sich die sozialistische Emanzipationstheorie im Einklang befindet mit dieser allgemeinen Tendenz einer universellen Maskulinisierung, wie ich sie gerade an verschiedenen Beispielen versucht habe, deutlich zu machen. Die sozialistische Emanzipationstheorie der geschlechtlichen und sexuellen Emanzipation artikuliert sich nämlich, und zwar von Engels über Bebel, Clara Zetkin bis hin zu Alexandra Kollontai, immer innerhalb einer Kritik der Familie. Und diese Familie gilt als in Auflösung begriffen in einer historischen Tendenz. Und zwar deswegen, weil die Familie als traditionelle bis hin zu kleinbürgerlichen verstanden wird, als eine Produktionseinheit, die nicht nur Reproduktion und Konsumtion organisiert, sondern auch die wichtigsten Lebens- und Nahrungsmittel nicht nur zubereitet, im Sinne von Kochen und so weiter, sondern auch herstellt. Es ist eine Familie, die Textilien produziert und handwerklich aktiv ist, die Werkzeuge herstellt, Kinder aufzieht, Alte pflegt und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo der Kapitalismus durch seine große Industrie diese Werkzeuge, diese Textilien und so weiter billiger herstellen kann, wo große Wäschereien die Aufgabe, die sonst im Haus erledigt werden, effektiver und schneller herstellen können, wo die ersten Restaurants irgendwann attraktiv werden, weil sie so billig sind und schneller und günstiger Lebensmittel zubereiten können als die Haushalte. In dem Moment gerät die Familie in eine ökonomische Krise, die auch zugleich mit nämlich der weiblichen Lohnarbeit eine Krise des historischen Patriarchats ist. Und in ganz guter teleologischer Manier besteht die Aufgabe des Sozialismus in eigentlich nichts anderem als darin, diese historische Tendenz, die vom Kapitalismus begonnen ist, zu Ende zu führen. Es geht also nur darum, die verbliebenen in der Familie geleisteten Funktionen gesellschaftlich, das heißt meistens staatlich, zu übernehmen und die Familie davon auch noch zu befreien, indem nämlich durch öffentliche Schulen die Kindererziehung nicht mehr in der Familie organisiert wird, indem durch öffentliche Speisungsanstalten, große Kantinen, die kleinen Küchen unsinnig werden, indem die Kinder nicht mehr in der kleinen bürgerlichen Familie großgezogen werden, sondern in großen demokratischen, antiautoritären Institutionen, wo sie meistens unter sich sind und wo die Kranken- und Pflegeinstitutionen so stark sind, dass auch das nicht mehr privat organisiert werden muss. Und in dem Moment wird die Familie zu ihrem gerechten Ende zugeführt werden. Sie wird einfach absterben und damit wird sich auch die heterosexistische Arbeitsteilung erübrigt haben. Ich finde das eigentlich eine ganz attraktive, schöne, materialistische, einfache Vorstellung, die so wunderbar auskommt, ohne jeden Rekurs auf Körper, auf emotionale Differenz, auf symbolische Ordnung, auf Diskursmacht und so weiter, sondern sich komplett der materialistischen Macht der Geschichte und der Praxis anvertraut. Und ganz in diesem Sinne schreibt auch Preobrazhensky, es sei nämlich nicht die Aufgabe der Bolschewiki, die Aufgabe des Sozialismus, nach Gerechtigkeit in der geschlechtlichen Arbeitsteilung innerhalb der Familie zu streben, sondern unsere Aufgabe ist es, Männer wie Frauen von der kleinen Hausarbeit zu befreien. Während der westliche Feminismus darum bemüht ist, Geschlechtergleichheit innerhalb der bestehenden Strukturen, innerhalb der Familie zu organisieren, möchte der östliche, der marxistische Feminismus die Familie einfach komplett abschaffen und das Problem dadurch ganz einfach erledigen. Das Problem dieser Konzeption taucht natürlich spätestens in dem Moment auf, wo ökonomische Umstände es erschweren, die Familie einfach zu ersetzen, wo der Staat nicht in der Lage ist oder sich nicht in der Lage sieht, das, was dann als Sozialausgaben konstruiert wird, ausgeben zu können, wo er sich nicht in der Lage sieht, Heime zur Verfügung stellen zu können für all die obdachlos gewordenen Kinder, wo er sich nicht in der Lage sieht, öffentliche Speisungen und Kantinen durchzuführen. Und in diesem Moment wird die Familie als einfach kostengünstige Alternative wieder attraktiv. Und zwar genau deswegen, weil die geschlechtliche Arbeitsteilung nicht als geschlechtliche Arbeitsteilung selbst ausreichend fokussiert wurde.
Das heißt, dass in dem Moment, wo der Staat nicht in der Lage ist, alle Aufgaben zu übernehmen, die vorher von der Familie übernommen wurden, und das ist er auch nach gelungener Produktivkraftentwicklung bis in die 80er Jahre hinein nicht, bleibt diese unbezahlte Mehrarbeit immer wieder an weiblich kodierten Subjekten hängen. Der Grund dafür liegt, wenn wir eine androzentrische Matrix, das heißt eine androzentrische, am Mann orientierte Bewertungslogik voraussetzen, darin, dass die notwendigen Arbeiten, die im reproduktiven Bereich getätigt werden, abgewertet werden. Und sie gelten nämlich, die reproduktiven Arbeiten, als stumpf, als repetitiv, als langweilig, als ungebildet, als, und das ist das schlimmste Schimpfwort, was es für die Bolschewiki eigentlich gibt, als kleinbürgerlich. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, also es kann ja nicht darum gehen, jetzt irgendwie die Tätigkeit des Abwaschens abzufeiern und als emanzipatorisch und besonders erfüllend zu hypen. Aber das Erstaunliche ist doch schon, dass im Kontrast zu dieser Hausarbeit dann die Fabrikarbeit in so einem solchen hellen Licht erscheint und als so wenig repetitiv und so wenig eng und so befreiend. Und das in einer Zeit, in der durch Militarisierung der Arbeit und Disziplinierung eigentlich in der Fabrik nichts anderes angesagt war als das Ausführen von Befehlen von Vorgesetzten. Und erstaunlich ist natürlich auch, dass nicht nur diese Arbeiten abgewertet werden, sondern auch die in dieser Arbeit, in dieser Form von Arbeiten ausgebildete Subjektivität. Und damit meine ich jetzt natürlich die affektiven und sozialen Arbeiten und ihre Effekte, die sie auf die Subjektivität haben, die mit ihnen betraut ist. Für die Bolschewiki gilt nämlich nicht nur die Hausarbeit und die traditionell weibliche Arbeit als rückständig, sondern auch die weibliche Subjektivität selbst. Frauen gelten als analphabetisch, als immer nur mit dem Heim betraute Menschen, die nicht in der Lage sind, am öffentlichen Diskurs zu partizipieren, sondern immer nur Gossip produzieren, weil sie nachbarschaftlich schnattern und die aus dieser Verengung herausgeführt werden müssen, indem sie in die Öffentlichkeit überführt werden und endlich an der emanzipatorischen Lohnarbeit teilnehmen dürfen. Später in anderen Zeiten wird uns dazu die Gegenthese begegnen, wie zum Beispiel in der frühen kritischen Theorie von Horkheimer, Löwenthal, Fromm, aber auch bei Soziologen wie Simmel oder Bourdieu, die im Gegensatz dazu meinen, dass gerade diese angebliche Ferne von Weiblichkeit oder von Frauen gegenüber der kapitalistischen Rationalität, ihre angebliche Nähe zur menschlichen Natur, sie in besonderem Maße dafür prädestiniert, ein widerständiges Moment im Kapitalismus darzustellen. Und das ist nicht sehr viel weniger falsch als die These der Bolschewiki. Diese also, deren traditionskommunistische Emanzipationsvorstellung ist orientiert an einem männlichen Universellen. Die Gleichheit, die gemeint ist, ist die Gleichheit mit dem Mann. Und Ossip Mandelstam zum Beispiel, wie auch andere kommunistische Revolutionäre und revolutionäre Literaten, geben das auch relativ offen zu. Er schreibt zum Beispiel 1922, das Ideal der perfekten Männlichkeit ist notwendig gemacht worden von den praktischen Herausforderungen unserer Epoche. Alles ist härter geworden und deswegen muss auch der Mann härter werden. Denn der Mann muss immer härter sein wie die Erde, als die Erde. Und er muss sich zur Erde so verhalten wie der Diamant zum Glas. Und Andrei Platonow formuliert es noch etwas deutlicher. Er sagt, die kommunistische Gesellschaft ist wesentlich eine Gesellschaft von Männern. Die Menschheit bedeutet Mut, also Mann. Und nicht die Verkörperung von Sex, also Frauen. Derjenige, der die Wahrheit begehrt, kann keine Frau begehren. Das wäre auch interessant, aus queertheoretischer Perspektive diese Wahrheitsliebe mal genauer zu untersuchen und danach zu fragen, ob es sich hier um eine spezielle Form von Monosexualität handelt oder warum nicht beides gleichzeitig möglich sein könnte. Diese bolschewistische, sozialistische Emanzipationsvorstellung verknüpft sich also mit der Produktion und nicht mit der Reproduktion. Sie verknüpft sich mit der Partizipation an der Geschichte und nicht mit der Ungeschichtlichkeit der Haushaltsarbeit. Sie verknüpft sich mit der Öffentlichkeit, nicht mit dem Heim. Sie verknüpft sich mit der Industrie, der schweren Industrie, mit der Technik und natürlich vor allem mit dem Kampf. Alle Menschen, once again, könnte man sagen, werden Brüder und noch nicht einmal warme. Und das Subjekt, was in diesem Falle dann entstanden ist, in dem Moment, wo Geschlechtlichkeit nicht mehr als Ressource
einer spezifisch historisch gewachsenen Affektivität verstanden wird, auf die eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaft zugreifen kann, sondern verstanden wird als verschiedene Stadien menschlicher Entwicklung, von denen die eine der anderen unterlegen ist und durch diese überwunden werden muss. Was dabei hinauskommt, ist also ein Subjekt, was gekennzeichnet ist durch Härte, durch Mut, durch Gewaltbereitschaft und Fähigkeit, durch Rationalität, durch Transparenz und auch durch die Fähigkeit und Ausübung von Gehorsam, kurz gesagt also der Parteisoldat, der also unter Abzug all dessen, was als weibliche Affektivität denunziert wurde, nun den Prototyp eines emanzipierten Subjektes darstellen soll. Und er hat ja seinen emanzipatorischen Charakter dann auch ausführlich in der Geschichte der Sowjetunion demonstrieren können, beispielsweise im Stalinismus. Abschließend lässt sich sagen, dass die Revolution, auch die Revolution als Missverständnis, nicht bei Null beginnt. Denn auch dort, wo sie versucht, das geschichtliche Kontinuum zu zerbrechen, bleibt sie Teil dieser Geschichte. Und als solche trifft auch für die Revolution das zu, was Marx über die Geschichte im Allgemeinen gesagt hat. Sie findet nicht unter frei gewählten, sondern unter vorgefundenen Bedingungen statt. Aber gleichzeitig, würde ich sagen, hat die Revolution durch die Macht ihres Angriffs auf die bestehenden Institutionen die Fähigkeit, für einen kurzen Moment die Zugkraft, die Schwerkraft dieser Institutionen auszusetzen und für einen Augenblick der Erkenntnis die Welt quasi flach vor uns auszubreiten und sie in unserer Gänze uns zur Wahl zu stellen. Womit dann die Fragen auftauchen, welche Arbeiten erkennen wir als notwendige an, um die Bedürfnisse zu befriedigen, die wir als Befriedigungswerte erkennen, und welche Affektivitäten aus dem Pool der vorhandenen historisch gewachsenen Affekte wollen wir subjektivieren und verlangen wir danach, wollen wir weiterhin eine spezifische, partikulare Distribution dieser Affekte, wollen wir weiterhin eine spezialisierte Teilung der notwendigen Arbeiten, kurz gesagt, wollen wir weiterhin Geschlechter oder nicht. Der Gleichheitsfeminismus hat, ähnlich und ganz anders als der Differenzfeminismus, eine spezifische Antwort aus weiblicher Perspektive auf das Problem gegeben, was die modernen Geschlechterverhältnisse in ihrer hierarchischen, patriarchalen, androzentrischen Form stellen. Und diese beiden Antworten von Gleichheits- und Differenzfeminismus schließen einander aus. Entweder Gleichheit mit dem männlich-menschlichen Universellen oder Separation einer beschränkten weiblichen Natürlichkeit. Aber nach der Denaturalisierung der Geschlechtercharaktere und der Dekonstruktion dieses gesamten Schemas kann, und das ist der Moment der Erkenntnis der Revolution oder der Moment der Freiheit der Revolution, das Ensemble vergeschlechtlichter menschlicher Eigenschaften als ein Pool affektiver und habitueller etc. Möglichkeiten erscheinen, aus dem eine sich befreiende Menschheit sich ihre Subjektideale wählen kann. Das ist der Moment der Freiheit, den die russische Revolution verfehlt, knapp oder anders gesagt genau um die Hälfte. Ich möchte abschließen mit einer Liste von Namen, die einige von euch vielleicht schon kennen, denn ich habe sie an anderer Stelle schon mal vorgelesen, aber ich finde sie so unglaublich passend, um einerseits diese geschlechtliche Kodierung der Revolution nochmal besonders anschaulich zu machen und um andererseits nochmal die eingängige anfängliche These von der Revolution als ein Ensemble von Missverständnissen oder als das Missverständnis schlechthin zu verdeutlichen. Die Namen sind Namen, die die Leute ihren Kindern gegeben haben, kurz nach der Revolution. Und es ist vielleicht wichtig, dabei im Kopf zu behalten, dass die Namen, die auf ein A enden, mindestens diejenigen weiblich kodierte Namen sind. Und es wird relativ schnell deutlich werden, dass sie nicht verbunden sind mit dem, was traditionellerweise als weibliche Affektivität, als weibliche Charaktereigenschaft kodiert ist. Die Leute nennen ihre Kinder also Marx mit Vornamen, Engelina, Rosa, Vladlen oder Ilinja. Das sind natürlich Spielereien mit Wladimir Lenin oder Ilitsch, die weibliche Form von Ilitsch. Dann, und es gibt viele dieser schönen Zusammensetzungen, Marlen für Marx und Lenin, Melor für Marx, Engels, Lenin und die Oktoberrevolution, Pravda, die Wahrheit, nicht wahr? Dann kann man wieder fragen, welche Sexualität wird der Mensch haben, der sich in Pravda verliebt? Barrikada,
Fevral, im Februar, Oktjabrina, Oktober, Revoluzia, Paris Kommune, Molot, das heißt Hammer, Serpina, Sichel und besonders schön, Dasmir, es lebe die Weltrevolution. Das finde ich auch immer die gute Vorstellung, dass vielleicht möglicherweise heute noch in Russland Leute rumlaufen, die so heißen. Und ich finde es auch schön, die Vorstellung, wie die als Kinder behandelt wurden. Ich meine, es lebe die Weltrevolution, räum dein Zimmer auf. Und andere Namen, auch sehr schön und beide auf A endend, Diktatura und Terrora. Aber den Leute gaben ihren Kindern eben auch Namen, die sie mit der Revolution verbanden, weil diese so revolutionär oder fremdländisch klangen, wie beispielsweise Marquisa oder Embryo und Vinaigrette. Damit höre ich auf.